Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir ein Carport bauen. Und zwar dieses hier. Das ist ein ganz besonderes Carport, denn es ist ein Carport für den kleinen Rasenmäher-Roboter. Ich denke mal, jeder von euch, der etwas größeres Rasengrundstück hat, der benötigt so einen Roboter. Und die Carports, die es zu kaufen gibt, die sind ja nicht die schönsten. Und deswegen dachte ich mir, bauen wir uns mal eins selber. Ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Und nach dem Intro geht's viel mal los. Bis gleich. Das ist ein mehrteiliges Video. Teil 1 findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Puh, so. Und bevor wir das Ganze jetzt lackieren, haben wir natürlich hier so scharfkantige Schnittkanten, so ein bisschen das ist ein bisschen ausgefranst ist das Ganze. Und damit die Optik auch vom Carport gleich aussieht, beziehungsweise sich überall widerspiegelt hier mit den Schrägen, fräsen wir hier auch nochmal fix eine Faser ran. Und danach können wir das Ganze auch lackieren. Wir können auch immer nicht loslegen mit Lackieren. Ich habe nämlich ganz vergessen, dass das ganze Ding ein Gefälle hat. Und sprich, diese Bretter müssen wir auch leicht schräg zusägen. Und dazu habe ich mir jetzt erstmal 2-3 reingelegt. Das letzte Brett habe ich mir jetzt mit Klemmzwinge fixiert. Und habe mir die Höhe gemessen. Von vorne sind hier 10. Und hinten haben wir 5,5. Und das Ganze habe ich jetzt hier an mein Brett übertragen. Das heißt, hier vorne 10, hier hinten 5,5. Und das Ganze dann angerissen und dann haben wir hier unsere Schräge, sprich das hier muss weg. Und da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Wenn ihr eine Tischkreissäge habt, könnt ihr diese Vorrichtung hier mit verwenden. Darüber gibt es auch ein extra Video, das werde ich dir mal hier oben verlinken. Da kannst du das Ganze gleich einspannen und anhand des Anschlags hier verstellen und Schrägen ansägen. Das ist natürlich für denjenigen, der zu Hause eine Tischkreissäge hat. Die meisten werden das wahrscheinlich nicht haben und ihr könnt das machen. Ihr könnt beigehen an einen Werktisch, spannt euch das Ganze schön ein. Natürlich ist hier bei sehr viel Handarbeit gefragt und das Ganze muss auch wirklich sehr, sehr fest sein. Ansonsten kann es passieren, dass das Ganze sehr, sehr wackelig und kippelig wird und dass ihr euch dann verletzt. Und dann nehmt ihr einfach eine Zugsäge. Die hier hat keinen Steg oben. Es gibt auch welche, die oben einen Steg haben. Das ist eine, ich sage immer dazu Kuchenblech, ne? Oder so Pfannenwender. Aber das ist eine Säge mit 2 unterschiedlichen Verzahnungen. Ich nehme mal die feine. Und dann könnt ihr hier entlang sägen. Und das Ganze problemlos reinsägen. Das ist die zweite Alternative. Ich bevorzuge aber die schnellere und zwar an meiner Tischkreissäge. Das Ganze ist wirklich ganz, ganz simpel. Diese Linie, die wir uns jetzt angezeichnet haben, übertragen wir uns hier auf den Hirnholz und Stirnholz, nicht Hirnholz. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer verwechsel. Hinten haben wir ja 10, das heißt, hinten bleibt das Ganze bündig. Fixieren das Ganze. Das Ganze ist fest. Und dann können wir auch loslegen und das Ganze einmal entlang am Parallelanschlag ziehen und fertig ist unsere Schräge. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das Ganze passt. Passt wie angegossen. Und ich sehe gerade hier einen kleinen Fehler. Und zwar hier. Das ist ja ein 90-Grad-Schnitt und da ich eine Schräge jetzt angesägt habe, das sind 90 Grad, wenn ich jetzt eine Schräge anschneide, zack, habe ich ja hier keine 90 Grad mehr. Das heißt, das Ganze verläuft so ein bisschen, ist aber jetzt nicht so schlimm. Sprich, wenn ihr das machen müsst, dann empfehle ich euch das einen Zentimeter länger zu sägen und dann nochmal an der 90-Grad-Kante das Ganze nochmal, nee Quatsch, an dieser Kante hier unten nochmal gerade abzusägen. So. Passt. Sehr schön. Und jetzt können wir loslegen mit dem Lackieren. Da es heute draußen regnet und kein schönes Wetter ist, werde ich das Ganze hier drinnen machen. Nehmen wir mal hier so eine schöne große Sperrholzplatte, die ich immer zum Lackieren nehme. Ist eigentlich ganz, ganz praktisch. Und sehr, sehr umweltfreundlich, glaube ich. Weil ich habe früher immer so eine Folie verwendet. So eine Einwegfolie.
und das Ganze ausgebreitet und dann, ja, konntest du die Folie wegschmeißen. Ne? Das war so eine Abklebfolie oder Malerfolie. So, das werden wir jetzt wieder lackieren. Und diesmal nehme ich jetzt eine Schaumstoffrolle. Ich will das Ganze nämlich, da wir jetzt eine größere Fläche haben, beziehungsweise ganz, ganz wenig kleine Flächen, will ich das mit einer Rolle ausprobieren. Ich glaube, das geht schneller. Kräftig umrühren. Und Taubenblau deswegen, ich hatte im letzten Jahr, das ist nämlich für dieselbe Familie, ich hatte nämlich im letzten Jahr einen Gartentisch gebaut aus einer alten Verpackungseinheit, so einer alten Holzkiste. Und dafür wird auch dieses Carport sein. Und das passt, glaube ich, ganz gut zusammen. Und jetzt gehen wir ein bisschen Vollgas. Und in der Zwischenzeit, wo das Ganze trocknet, kümmern wir uns um die Umrandung. Und zwar habe ich mir hier auch Alu-Debound zuschneiden lassen bei Plattenzuschnitt 24, solche Streifen. Habe ich mir gerade alles angezeichnet, vorgebohrt. Ich möchte nämlich so spezielle Dachschrauben verwenden, weil das soll ja so täuschend echt aussehen. Die haben so eine kleine Dichtung. Und das Ganze habe ich dann auf Gärung zugeschnitten. Ihr könnt das Ganze natürlich auch stumpf zuschneiden. Und das schrauben wir jetzt fest. Hinterste Partie, ja, habe ich mir überlegt, da ist es ja so, dass das Wasser hier runterläuft. Und wenn ich jetzt diese Schiene hier anschraube, ja, haben wir einen Salat. Dann staut sich das Wasser und würde hier runterlaufen und dann wird das Holz vielleicht anfangen zu gammeln. Und dann nehme ich jetzt hier einfach so einen so einen Stufensenker und habe mir das Ganze hier angezeichnet und werde jetzt hier zwischen jeder Schraube mittig eine große Bohrung setzen von 20 mm. Ruhig schön groß, falls da mal irgendwie sich Dreck ansammelt oder irgendwas anderes, damit die Löcher nicht so schnell sich zusetzen. Und das sind dann quasi unsere Entwässerungslöcher. Und Schrauben empfehle ich euch ganz klar, Edelstahlschrauben komplett bei diesem Projekt zu verwenden. Die im Dachbereich, die gibt es auch im Baumarkt. Ich weiß jetzt nicht, ob es diese Sorte gibt, aber die haben hinten eine kleine Scheibe und hinten einen Dichtring. Das dichtet das Ganze dann ab, weil jede Bohrung, jede Schraube ist quasi ein Leck im Dachbereich und die sind eigentlich total gut dagegen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch Linsenkopfschrauben verwenden. Hier solche aus Edelstahl. Warum Edelstahl? Kostet ein bisschen mehr, aber Edelstahl rostet nicht. Und somit habt ihr auf Jahre hinweg gesehen immer eine tolle Schraube, einen tollen Schraubenkopf. Und wenn ihr das Ganze mal zerlegen müsst oder reparieren wollt, dann reißen euch die Schrauben auch nicht ab, weil, wie gesagt, die rosten nicht. So sieht das fertige Carport dann fertig platziert aus. Ich habe jetzt unten noch mal ein paar Pflastersteine hingelegt, damit das Ganze auch ein bisschen geschützt ist vom Erdreich. Wenn ihr Holz direkt auf den Boden ablegt, kann es dazu kommen, dass das Holz ziemlich schnell weggammelt. Und das verhindern dann die Steine. Oben in den Dachbereich haben wir noch mal ein Vlies ausgelegt und darauf haben wir ganz normale Kieselsteine gelegt. Natürlich könnt ihr das Ganze auch je nach Bedarf bepflanzen oder auch hier oben Rasen drauf sehen. Aber es macht ja in der Tat wirklich wenig Sinn, weil der Rasenmäherroboter da oben ja gar nicht drauf kommt. Das war's auch mit diesem Projekt. Alle weiteren Teile findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen und ich hoffe, dass du das Ganze nachbaust. Würde mich riesig darüber freuen und natürlich, wenn du mir auf Instagram folgst. Ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Dann gibt es eine neue Folge Mr. Handwerk. Bis dahin. Achso, und Handwerker Daumen nach oben geben. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Mhm. Findest du es gut? Mhm.